Hallo Internet, ich bin heute bei der Firma Physikinstrumente in Karlsruhe. Die machen hochpräzise Positioniertechnik, bekannt sind sie für ihre Piezo-Antriebe, haben aber natürlich auch Schrittmotoren und magnetische Direktantriebe. Was Physikinstrumente behauptet, ist, dass sie Präzision im Bereich von Mikro- und Nanometern hinbekommen. Und da frage ich mich immer, wie schaffen die das überhaupt zu belegen, dass sie so präzise sein können? Wie messen die das? Und genau das schauen wir uns heute mal genauer an. Ich bin jetzt drin im Werk und weil es hier sehr sauber und präzise zugeht, musste ich mein schmutziges Sakko gegen diesen weißen Kittel tauschen. Hier bin ich in einem Bereich, wo es um diese Geräte geht, die Hexapoden, für die Physikinstrumente durchaus bekannt ist. Was es mit denen auf sich hat, frage ich jetzt Herrn Nese. Herr Nese, Sie sind hier zuständig für Markt und Produkte. Was hat es mit diesem Gerät auf sich? Das ist ein parallelkinematisches Positioniersystem. Das heißt, auf diese Fläche kann eine Last aufgebracht werden und in allen 6 Freiheitsgraden bewegt werden. Das Besondere dabei ist, dass keine Achse die andere trägt oder schleppen muss, sondern die Dynamik und die Gewichtsverteilung gleich bleibt. Das führt dazu, dass wir sehr präzise in alle Richtungen positionieren können. Wie präzise ist bei Ihnen sehr präzise? Präzise heißt, von Mikrometer bis in den Nanometerbereich kann hier eine Last positioniert werden. Nachdem das ja ein sehr präzises Gerät ist, ist die Frage, wie stellen Sie sicher, dass es wirklich so präzise ist? Wo und wie messen Sie sowas? Das können wir uns am besten anschauen am Beispiel von unserem großen Hexapod, von dem Schwerlasthexapoden. Und dazu erzählt Ihnen der Herr Friedsch was. Bei mir ist Herr Friedsch, er ist hier Entwicklungsingenieur bei Physikinstrumente. Da haben wir einen ziemlichen Kavenzmann. Was ist das und was kann das Gerät? Diese Hexapod-Systeme werden eingesetzt, um generell schwere Bauteile in 6 Raumachsen zu bewegen. Wie schwer kann da was sein, was man draufpacken kann und wie präzise ist das dann? Also wir haben die ganz großen Schwerlasthexapoden, die haben eine Größenordnung von etwa 3 Tonnen Nutzlast und damit erreichen wir Genauigkeiten von einigen Mikrometern. Was ist das jetzt für ein Aufbau und für eine Maschine? Was macht die nachher? Gut, man kann sich vorstellen, dass die Messergebnisse maßgeblich davon abhängen, wie die Messsituation natürlich ist. Und hiermit versuchen wir nachzustellen, wie die Applikation beim Kunden quasi aussieht. Das heißt, man kann sich vorstellen, wir applizieren entsprechende Nutzlasten auf dem System oder kippen den gesamten Aufbau und messen dann quasi in der Applikation, wie der Kunde sie bei sich selbst vorfindet. So, das war jetzt ganz schön spannend. Aber soweit ich weiß, haben Sie doch noch präzisere Geräte, als das, was wir gerade gesehen haben. Genau, wir haben zum Beispiel dieses Gerät und das schauen wir uns am besten in der Fertigung an. Das ist ein kleines Würfelchen. Was ist es und was kann es? Der Nanocube ist ein Positioniergerät, das in 3 Achsen, das heißt X, Y und Z, auf wenige Nanometer genau positionieren kann. Und das zu einem Stellweg von bis zu 100 Mikrometer. Ich sehe, hier sind sehr viele Handarbeitsplätze. Warum ist das so und auf was achten Sie besonders in der Herstellung der Produkte? Bei so einem Produkt ist es wichtig, dass die Präzision absolut gewährleistet bleibt und das über alle 3 Achsen, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Deshalb machen wir das per Handarbeit und mit einem Mitarbeiter, der sehr viel Erfahrung im Zusammenbau hat. Jetzt ist aber Nanometer wirklich besonders winzig. Können Sie auch das noch tatsächlich messen? Das können wir sogar sehr gut messen. Das können wir uns gerne im Bessellabor anschauen. Dann sollten wir das jetzt mal tun. Auf geht's. Ich bin jetzt hier bei Herrn Wachtler. Herr Wachtler macht hier unten die Messtechnik. Ich bin auf dem Weg hierher richtig in den Keller runtergegangen. Warum sind wir so weit weg von allem anderen? Warum ist es im Keller? Ja, hier unten sind wir vom Alltag isoliert. Wir haben hier Messräume, die wir für die höchsten Messanforderungen nutzen. Wir haben hier Messaufbauten auf schwingungsgedämpften Tischen. Zusätzlich ist der Boden nochmal durch eine Schwingungsisolation vom Fundament entkoppelt und reduziert so die Übertragungen, die aus dem Gebäude heraus die Messergebnisse verfälschen könnten. Hier sehe ich den Nanocube in einem Messaufbau. Was machen Sie da jetzt genau? Wir setzen hier Laserinterferometer zur Vermessung ein. Das heißt, wir messen berührungslos. Wir haben hier Messgenauigkeiten von 2 Nanometer und Auflösungen von 0,1 Nanometer. Der Raum ist hier hinten auch noch mit einer ziemlich dicken Türe gesichert. Warum das? Ja, ganz wichtig für die Messung sind stabile Temperaturverhältnisse. Und wir haben hier eine spezielle Klimatisierung, die den Raum auf 0,1 Kelvin stabil hält. Das heißt, selbst ich hier anwesend als erwärmter Mensch würde die Messung beeinflussen? Korrekt. Wir müssen auf eine konstante Temperaturstabilität achten, da eine Änderung der Temperatur oder des Schalls, des Luftdrucks das Messergebnis verfälschen würde. Das heißt, auch Schall würde hier stören? Schall würde hier auf jeden Fall auch stören, weil dadurch der Brechungsindex der Luft verändert wird. Kann ich da mal reinfunken? Klar. Okay. Hallo Piezo! Das hier sind jetzt die Messergebnisse. Was sieht man da genau? Ja, wir haben hier die Positionierung des Nanocubes über den Stellweg von 100 Mikrometern. Das entspricht so 1 bis 2 Haaresbreiten. Hier noch einen Schritt von 50 Nanometern
Und in der Mitte haben wir die Rauschmessung, die Positionsstabilität mit der entsprechenden Verteilung. Und die eigentliche Messung, die dann mit dem Interferometer durchgeführt wird, ist die Vermessung des Stellwegs von 0 bis 100 Mikrometer. Das haben wir hier oben und hier unten nochmal aufgezeigt, den Linearitätsfehler. Haben Sie auch eine Messung von meinem Klatschen und dem Gequatsche vorher gerade? Das sieht man hier. Wir haben hier eine Auflösung im Nanometerbereich. Das heißt, wir haben hier zuerst eine Positionsstabilität von einem Nanometer und dann eine 40-fache Vergrößerung durch das Klatschen beziehungsweise eine 10- bis 20-fache Vergrößerung durch das Sprechen. Es wäre sicherlich vermessen zu behaupten, dass die sich nie vermessen hier bei Physikinstrumente. Aber wenn man sieht, was für ein Aufwand da getrieben wird, um höchstmögliche Präzision zu haben, dann glaube ich denen das mit der Nanometergenauigkeit. Das war's für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Liken, sharen, posten und Kanal abonnieren. Tschüss!